Und willkommen zurück zu Final Fantasy 15, der mittlerweile schon 16. Folge. In der letzten Folge haben wir den Titan, er hat nicht gekillt, aber wir haben seine Dienste sozusagen, glaube ich, bekommen. Und die werden, glaube ich, irgendwie aktiviert, wenn wir fast tot sind oder irgendwie so. Das werden wir bestimmt noch im Spiel rausfinden, wie das funktioniert. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr am Ende des Videos mir vielleicht ein Like da lasst. Ein Kommentar oder vielleicht auch ein Abo. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir mit der Hauptquest weiter. Der Segen der Sechs mit Umbra sprechen. Ob er eine Nachricht für uns hat? Umbra folgen. Gucken, wo der hinrennt. Gentiana! Der Kristall hat seine cool. Wahl getroffen. Vor dem Erwählten des Lichts liegt die Segnung durch. Ramu ist, glaube ich, auch eine Bestie. Geebnet wird ihm der mühsame Pfad. Von der Kanagi. Von Lula? Wo ist sie jetzt? Im Auge des Sturms. Nach der Segnung wartet sie mit dem Ring auf den Erwählten des Lichts, wo das Wasser herrscht. Beeile er sich. Das war eine der Emissäre. Wie Luna ist sie eine Art Medium für die Götter. Oh. So langsam wird mir das eine Nummer zu göttlich. So, was steht denn im Buch drin? Noctis, ich bete für deine Sicherheit. Möchtest du dem Sticker eine Nachricht hinzufügen? Danke dir, ich habe Titans Segen gehalten. Bei mir ist alles okay, verstanden. Machen wir das erste Mal gleich. Richte Luna aus, dass es mir gut geht. Und dass ich bald bei ihr sein werde. Die Götter gaben den Menschen den Kristall, damit er ihnen Wohlstand bringe. Aber warum steht er denn bei uns in Lucis? So hilft er den anderen ja überhaupt nicht. Weil der König ihn schützen muss. Nur er ist dazu imstande. Der König? Also mein Vater? Ja. Wow, das habe ich nicht gewusst. Eines Tages, wenn der wahre König erwacht, erhält er die Kraft. Damit dies geschehen kann, haben Lucis Könige ihn seit Jahr und Tag verteidigt. Der Kristall hat mich gewählt, oder? Ja, nur der vom Kristall erwählte wahre König vermag jene zu strafen, die Sterne vernichten wollen. Aber... wie soll ich das denn schaffen? Mit meiner Hilfe. Ich bin doch die Kanagi. Echt? Die Kanagi hat den König zu unterstützen. Okay. Echt jetzt? Also gut. Die Bösewichte werden sich wundern. Bestimmt. Der König schenke ihr Gehör. Diese Stimme wird den König geleiten. Berstendes Grollen und gleißendes Licht verbinden Himmel und Erde. Der König muss den Sturm bezwingen. Das ist dann wahrscheinlich der Ramu. Aha, Ramus Segen. Noctis muss sich eine weitere Astralkraft aneignen. Berühre die drei Steine Ramus, die der Region Duskel verteilt sind. Auf dem Rücken eines Schokobus lassen sich die langen Strecken besser bewältigen. Wenn Luna Freya den Ring aufbewahrt, haben wir eine Sorge weniger. Alles klar. Also treffen wir sie in Altissia. Ja, wir brauchen ein Boot.
Vielleicht kann man hier einkaufen. Ich bräuchte, wenn du Waffen brauchst, bist du hier genau richtig. Ich bräuchte vielleicht. Nö, der hat nichts. Nichts hat er. Nichts. Hat der hier einkaufen? Hallo! So, ich brauche Heiltrinker. Okay, Heiltrinker hätte ich noch 34 Stück. Verkaufen. Endlich an. Wir kriegen ständig, verkaufen wir gar nichts. Weil ich eben nicht weiß, ob ich noch irgendwas zum Craften brauche oder sowas. Schau mal wieder vorbei. Aber ich brauche jetzt irgendwie, müsste ich mal Kohle machen. Reden, was hast du hier? Recht schönen Tag. Schokobo Geschäft, Schokobo Salon. Name, Farbe, Farbe. Ah, das schaut cool aus. Okay, machen wir das. So, Medaillen. Schokobrennen kannst du Medaillen gewinnen, mit denen du deine Schokobo schmücken kannst. Ja, jetzt brauche ich nicht. Geschäft. Kaufen. Was hat die? Gemüse für die Schokobo aufzusetzen. Steigert vorübergehend die Außer-Schokobos. Ja, das brauche ich auch nicht. Vielen Dank für deinen Besuch. So, Schokobo, komm her. Schokobo rufen. Wenn er es jetzt weiß. Also dann? So, dann würde ich sagen, ab zu der Quest. Weiter geht's. Gladio, gehen wir. Komme. Wollen wir wieder gleich langkommen? Wenn ich so ewig durch die Dinger rennen muss. Schätze mal, dass wir jetzt gegen den Ramu kämpfen müssen. Jetzt Ramu. Ganz schön anstrengend. Für Luna ist das sicher noch anstrengender. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann befindet sich Luna in großer Gefahr. Ich glaube, wir bleiben mal ein bisschen auf dem Weg hier. Hier los jetzt. So, 600 Meter noch. Ist ja ganz schön. Nackt, da oben. Naja, die lassen mal jetzt stehen, die Feinde. Danke. Oh, hier ist ein Zeltplatz. Refugium. Sag mal, Nob, warum hörst du diese Frau in deinem Kopf? Gentianer? Jetzt sagen wir Zelten schnell und nimm Buffhut. Super, Zelten im Schlamm. Hör auf zu jammern und hilf mir lieber beim Aufbauen. Haben jetzt zwar keine EP oder so, aber ist egal. So, dann machen wir das hier. Angriffs 100, Magie plus 100, LP Maximum 400. Dann nehmen wir doch das mal.
So, okay. Los geht's. Los geht's. Abmarsch. So. Viele sind ein Schiff da. Bis dann! Oh, jetzt kommen wir wieder nicht hoch, oder? Ja, das war wieder klar. So, okay. Braver Junge. Erfreulich. Der Prinz genießt rasch. Wer? Gentiana, eine Emissärin. Hat der Prinz von uns gelesen? Ja, aber eigentlich weiß ich nur, was Luna mir erzählt hat. Luna Freya. Ja, Luna... Schön, dass sie sich gut verstehen. Der König und die Kanagi müssen stets eine Einheit bilden, um diese Welt vor dem Dunkel zu bewahren. Das war Gentiana in Tenebrae. Der König lässt den Donnergott besser nicht warten. Ja, damit muss ich aber noch zwei ins Auge des Sturms schreiten, um die Gaben zu empfangen. Das Imperium reißt die Brücken des Königs nieder. Doch er wird andere Wege finden, sein Ziel zu erreichen. Nockt, was ist? Wieder Kopfschmerzen? Ich habe Gentiana gehört. Hatte sie eine Nachricht von den Göttern? Ihre St- Muss ich mir aus dem Zauber machen. Das, glaube ich, ist nicht schlecht. Vita-Feuer, geil. Man hat die gleiche Wirkung auf Lockt wie die Titans. So, ab zur nächsten. Die Kanagi erweckt die Götter aus ihrem Schlaf. Den König mit ihrer Kraft zu segnen. Was ist? Hörst du sie wieder? Ja. Luna weckt die Götter. Ganz schön weit weg. Ist diese Gentiana denn ein Mensch? Nein. Die 24 Emissäre sind göttliche Geschöpfe. Sie haben eine ähnliche Funktion wie Luna. Die Götter brauchen sie, um mit uns zu sprechen. Also so eine Art Kanagi, nur heiliger. So, da hinten müssten wir hochkommen. Da habe ich so eine Treppe gesehen. Mal Gas hier. Also war Luna tatsächlich in Destalum.
Iris hatte recht. Nachdem ihr die Flucht aus Insomnia gelungen war, muss sie sich sofort auf den Weg gemacht haben, um Titan zu erwecken. Du stehst verdammt tief in... Nacht! Ich höre Magitech-Motoren. Die hast du die ganze Zeit, die blöden Motoren. War wieder klar, dass wir jetzt da nicht reinkommen. Dass es jetzt irgendwo bald offen ist. Ah, ich glaube, hier könnte es weitergehen. Vollzogen ist der Ritus von Blut und Geist. Der König muss den Pfad bereisen, den die Kanagi geebnet hat. Nock, alles okay? Oh, das zweite Schrein. Ja, Luna hat eine Segnung vorbereitet. Damit du eine weitere Götterkraft bekommst? König. Hä? Er muss gen Osten ziehen, zur Vorschuhhöhle. Das Siegel ist gebrochen. Der letzte Stein ruft den erwählten König aus der Tiefe. Er muss ihn vor dem Imperium erreichen. Ja, jetzt muss ich den Hut holen, ne? Wir müssen zur Vorschuhhöhle. Schnell! Okay, bringen wir es hinter uns. Zoramu! Wie aufregend! Das ist 5 Kilometer. Bereiten wir uns entsprechend vor. Los, Kleiner. Ramus Segen. Diesmal gebe ich die Befehle. Aber mach's kurz. Und auch für mich verständlich. Greift an. In die kämpfen wir jetzt mal nicht. Wir wollen jetzt zu Ramu. Schauen wir, dass wir jetzt da schnell durchkommen. Ja, denn sind gestiegen. Okay. Boah, was ist das hier, wenn... Hey, Nord, über dir! Springen wir runter. War doch vorher ein Kilometer, oder? Ich bin doch schon wieder 500 Meter gerannt. Hier Büffel hier. Das Zeug lassen wir jetzt erstmal liegen. Und ich denke, hier ist das hier ein Problem und dass wir nicht durch das Wasser durchkommen. Okay, mit den Schokobos kommen wir anscheinend durch. Wir hätten ja schon mal eins von den ersten Folgen, da sind wir nämlich nicht durchgekommen. Okay, geil zu wissen. Geh schon ran. Iris? Sicher wieder auf lautlos. Dass wir jetzt nicht ewig weit hier rumrennen müssen. Wahrscheinlich werden wir in die falsche Richtung gegangen sein. Oh, ey. Schauen wir nochmal auf die Karte. Wir sind da, müssten eigentlich auf dem Weg dann da hinten hochkommen. Ja. Gehen wir mal hier weiter. Wer hätte gedacht, dass Götter ihre Kräfte mit Menschen teilen würden? Ich hätte mir nie träumen lassen, ihnen je so nahe zu kommen. So, jetzt hören wir uns ein bisschen weiter links. Nockt! Da oben! Feinde! Danke!
müssten wir eigentlich genau hinkommen. Nach Ramus Kraft kommt Leviathan? Ja. Ich vermute, dass Luna bereits auf dem Weg zur Wassergöttin ist. Bedeutet das etwa noch einen Ritus für Luna? Oh weia! So, ich hoffe mal, dass der Weg jetzt stimmt. Nicht, dass sie irgendwie da durch Felsen versperrt werden oder so. Scheiß. Aber ich glaube, wir sind nah dran. Es ist ein langer Weg, ey. Haben wir die Suche nach... Okay, das ist, glaube ich, richtig. Das war verdammt nah. Zu nah für meinen Geschmack. Machen wir erstmal hier das auf. Wir haben schon hier so eine Maumaske auf. Okay, es müsste die Höhle sein. Hey, seht mal, der Blitz ist anscheinend da eingeschlagen. Soll wohl eine Art Einladung sein. Okay, nein, da. Dungeon. Okay, Leute, wie es aber in diesem Dungeon weitergeht, bleibt einfach dran. Dann verpasst ihr auch nichts. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen, sehr über ein Like oder auch über einen Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Und dann schauen wir, wie es weitergeht mit der Quest Ramus Segen. Bis dahin viel Spaß. Ciao, ciao, euer Andi.